Hi, eigentlich habe ich gar kein Videoday geplant gehabt, aber da ich jetzt gerade eben mein 10 in 10 und so abgedreht habe und dann gedacht habe, ja komm, ich habe doch hier die ganze Zeit von der lieben Simone ein Päckchen stehen und sie möchte bestimmt wissen, wie ich es fand. Deswegen packe ich das noch aus. Und wenn ihr wissen wollt, was hier drin ist, dann bleibt auf jeden Fall dran. Viel Spaß bei dem Video. Ja, die liebe Simone hat mich vor einiger Zeit gefragt, ob sie mir ein Päckchen zuschicken darf. Und das wisst ihr natürlich immer wieder gerne. Und ich bin natürlich schon die ganze Zeit neugierig, weil es liegt hier schon seit einiger Zeit rum. Und ich bin jetzt gespannt wie ein Flitzebogen und möchte es mit euch zusammen auspacken. Vor allen Dingen, ich habe wieder zwei Anfragen für Trash-Päckchen bekommen. Deswegen ist das schon in Ordnung, immer mal wieder was zu bekommen. Ja. Ich muss das hier, glaube ich, mal hier oben hinlegen, meine aufgebrauchte Dekorative. Da wollen wir mal. Was haben wir denn hier als erstes? Facial Eye Roller von Tromberg. Sagt mir jetzt, um ehrlich zu sein, erstmal gar nichts. Ach, so ein Ding ist das. Ja, sowas, um ehrlich zu sein, brauche ich nicht. Habe ich auch Dinger von? Die benutze ich gar nicht. Werde ich mal in irgendein Päckchen reintun. Dann, war aus der My Little Beauty Box. Ich weiß nicht, ich mache es einfach mal auf. Keine Ahnung. Ach, das ist so eine Art Cognac-Sponge, denke ich. In so einer Dingsform. Wie süß ist. Niedlich. Das werde ich auf jeden Fall benutzen. Das tue ich mal hier hin. Ich muss unbedingt mal ein bisschen aufräumen. Ach, guck mal, das ist so ein. Meine Hände sind so trocken, das fühlt sich gerade komisch an. Ein Handtüchchen zum Make-up entfernen, das werde ich definitiv benutzen. Und ein Stirnband. Sowas benötige ich allerdings nicht. Sowas finde ich cool. Das da werde ich weitergeben. Dann Human and Kind. Bodyöl Lavender. Mega. Wird verwendet. Finde ich gut. Das tue ich dahin. Dann The Cure Glow. AHA und BHA. Glow Cleanser. Werde ich auch verwenden. Definitiv. Balance Me, AHA, Glow Mask und Purifying Mask. Macht man manchmal so. Sowas tue ich ganz gerne mal einfach in Päckchen rein, wenn ich irgendwas versende oder sowas. Dann auch das ist ja, sieht ja niedlich aus. Make-up, hä? Was bist denn du? Cooling Water. Was ist das? Das sieht ja irgendwie interessant aus. Ich weiß nicht, was das ist. Magst du mir mal sagen, was das ist? Ich lege mir das so lange, bis mein Video online kommt. Lege ich mir das hier hin. Und du musst mir sagen, was das ist. Oder einer von euch. Dann My Little Beauty Coffee Date. Ist das ein Peeling? Ja, ein Kaffee-Peeling. Jo, das mag ich, das wird verwendet. Dann, Rin. Glow Lotion. Ist das richtig, was ich hier sage? Achso, das ist quasi ein Glow Tonic. Wird aber auch verwendet. Ich mache mir das immer gerne in so Sprühflaschen. Dann gebe ich das immer gerne als Toner einfach so drüber. Keep Me Matte. Das wird weitergegeben. Das ist ein Primer, der matt macht. Dann eine Douglas-Maske. Die hatte ich auch schon mal. Kann man zum Beispiel auch gut für Schienbeine zum Beispiel nutzen, wenn man da ganz trockene Stellen hat. Das habe ich auch mal gemacht. Avril Toothpaste, also Zahnpasta, ist das richtig? Zahnpasta, ja. Die Verpackung gefällt mir auf jeden Fall. Aber hier fliegt eine Obstfliege rum. Warum fliegt eine Obstfliege in unserem Schlafzimmer? Die riecht aber gut. Probiere ich mal aus. Ich hoffe, die ist für schmerzempfindliche Zähne. Oh, guck mal, hier ist so Seitenpapier drin. Ich stehe auf Seitenpapier. Oh, da kommen so Sachen. Ja. Okay, machen wir erstmal das hier. Lacura BB Cream Glow Hell. Werde ich definitiv ausprobieren, weil Lacura ist einer der Naturkosmetikfirmen, die ich sogar mag. Hier ist noch was in Seidenpapier. Aus der Goodie Box übrigens. Oh, die sehen aber schön aus, die Sachen. Ich tue mal hier, ich habe hier so ein Tütchen. Da tue ich jetzt Sachen rein.
die ich hier hinten, wenn ich, also fürs im Büro habe, wenn ich zum Beispiel immer Sachen verschicke, dass ich da was so habe, dann habe ich das direkt so griffbereit. Aber ich habe hier, das sieht aber schön aus, Miracle Glow Duo. Ich sag schon offen, ja. Guck mal, das sieht hochwertig schick aus, oder? Und dann ist da, oh, das sieht schön aus, das gefällt mir, das muss ich mal ausprobieren. Das gefällt mir. Und dann von Train It Up Poise Touch Finish Powder. Das gefällt mir, glaube ich, auch. Ja, und vor allen Dingen das Gepresste, ne? Diese Rose. Unglaublich schön. So, dann haben wir hier, oh mein Gott, Wahnsinn, einmal so ganz viel in Luftpolsterfolie. Und ich glaube, ich stelle mir mal eben den Karton auf meine Mülleimer. Dann habe ich hier ein bisschen mehr Platz. Kann ich mich ein bisschen mehr ausbreiten. Oh, sehr schön. Gucken wir mal. Einmal von H&M. Aubergine Dream. Das ist auf jeden Fall so eine, ich glaube, eine Lidschattenpalette. Ich habe mir gerade eben wieder Nägel aufgeklebt. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Oh, die ist aber schön. Die gefällt mir aber. Die werde ich mal ausprobieren. Danke. Dann haben wir da drin eine Wundertüte. Von Catrice. 5 in a Box. 5 in a Box. Gefällt mir auch. Sehr niedlich. Mit Rosenöl. Dann von Manhattan. Gefallen mir auch alle Farben. Vor allem die gelblichen, grünen Töne. Oh, ich finde die alle cool. Von Manhattan so eine Palette. Gefällt mir auch sehr gut. Ja, bitte genommen. Alverde Naturkosmetik. Da haben wir hier einen Blush. Ne, einen Bronzer. Sieht aber eigentlich ganz cool aus. Ja, das ist ein Alverde Bronzer. Werde ich auch mal verwenden. Dann, oh, das sieht aber schick aus. Wovon ist das? Von L'Oréal Paris. Party Electric Nights. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt erkennen könnt. Das ist eine Lidschattenpalette. Oh. Ja. Das sieht gut aus. Die sieht auch sehr schick aus. Tut mir leid, dass ich wieder mit Ringlicht filme, aber ja, ein bisschen hell ist es noch, aber naja. Die habe ich ja schon. Das ist meine My Power Is Lidschattenpalette in Fire. Ich glaube, die hatte ich mittlerweile schon zweimal und ich glaube, diese ist nagelneu. Ja, die ist nagelneu. Die kann ich mal verlosen. Vielen Dank. Dann haben wir hier noch zwei große und dann haben wir noch ein paar Monos, soweit ich weiß. Oh, die habe ich noch nicht. Essence Love What You Do Palette. Oh, die sieht aber auch schön aus. Oh ja, voll meine Farben. Oh, wow. Die gefällt mir auch sehr, sehr gut. Okay, so viel zum Thema. Da wird bestimmt doch für andere Trashpäckchen. Nein, auf gar keinen Fall. Auch die ist schön. Die Afternoon Rendezvous Palette von BH Cosmetics. Die gefällt mir auch. Die kommt in so einem kleinen Packaging. Oh, guck mal, wie niedlich. Voll süß, oder? Diese kleinen Lidschättchen. Dann guckt, werde ich auch benutzen. So, jetzt kommen Monos. Wie das zumindest aussieht. Holen wir mal raus. Da haben wir zum einen von Origins so etwas. Ja, das werde ich weitergeben. Dann, den habe ich in einer anderen Farbe, den Train It Up Moon Glow. Scheint mir aber, glaube ich, ein bisschen zu gold zu sein. Nee, eigentlich gar nicht. Probiere ich mal aus. Dann von Essence Eyeshadow. Every Shadow. Die Farbe sieht aber auch, glaube ich, ganz cool aus. Ja, und der ist mega wet look. Geil. Der sieht übrigens so aus. Die kenne ich gar nicht, diese neue Aufmachung hier. Sagt mir auf jeden Fall optisch zu. Ach, hier ist mein Tüchlein. Dann haben wir hier noch zwei. Das ist einmal, den habe ich schon mal gehabt, habe ich aber aussortiert. Queen Zero Lidschatten. Und von Train It Up Two Tone. Das ist so ein, ja, so ein zweifarbig, ne? Dann, ach du Schande, da ist ja noch so viel drin. Okay, machen wir mal. Ich hole mal ein paar Kleinigkeiten raus hier. Das sieht aber cool aus. Boah. Le Masque Bio, bla bla bla. Das ist irgendeine Gurkenmaske. Das sieht aber cool aus. Aber ich mag doch nicht so gerne Masken. Aber ich finde, das sieht trotzdem cool aus. Das ist doch eine Maske, oder? Guck mal, wie schick.
Das sieht aber heiß aus, oder? Aber, ja, ich lege das erstmal hier hin. Oh, Clinique Moisture Surge Intense Creme. Ach, ich stehe auf Clinique. Und die ist, wie oft hast du sie benutzt? Dreimal? Oh, die tue ich direkt ins Badezimmer. Und dann Peeling Mask. Ist das zum Abziehen? Ist das so eine Peel-Off? Peel-Maske. Boah, das riecht aber komisch, oder? Oh, wonach riecht das? Oh, gruselig. Das ist gruselig. So, dann haben wir noch was Großes drin. Und zwar Ocean Mist Hairspray. Darf ich das überhaupt benutzen? Ich glaube nämlich nicht, weil Haarspray ist ein Sulfate. Schade. Okay, darf ich nicht verwenden, aber sieht auf jeden Fall cool aus. Zum Beispiel für das Trash-Päckchen mit den Mädels, zum Beispiel das Wander-Trash-Paket. Da freuen die sich bestimmt immer so. Oh, geil. Kinderschokolade. So, egal, wer jetzt wieder meckert, dass das total unhöflich ist, aber ich esse im Video, wann und wie ich das will. Das ist ein Schaumbad mit einem Lebkuchenmann. Wer sich für einsame Nächte mit dem Lebkuchenmann. Bin mir gerade noch nicht sicher, was das ist. Okay, das ist ein Lip Liner mit von Tamtam Beauty. Lip Liner und Lip Gloss in einem. Aber da das neu ist, kann ich das auch mal verlosen. Boah, Mann. Hier ist echt viel drin. Dann hole ich mir einfach mal so eine Handvoll raus. Gucken wir mal, was haben wir denn hier Schönes? Von Mon. Ich von Stefanie Giesinger. Cooling Eye Stick. Was mache ich denn hier drunter? Ja. Nicht schlecht. Werde ich verwenden. Dann ist das eine Mascara. Trended Up Super Charge Mascara. Werde ich, glaube ich, mal einfach mal testen. Dann von die Manhattan Super Lash Rose Argan Öl. Ja, ich hatte die, glaube ich, mal. Ich bin mir aber gerade nicht so sicher. Aber werde ich auch mal ausprobieren. Dann Kiehl Sensational Mascara. Hier ist noch eine Mascara. Und hier ist noch eine Mascara. Machen wir erstmal Mascaras, ne? Ich gucke mir immer mal die Bürstchen an. Ach, das ist so eine. Guck mal, die Farbe ist sogar so. Werde ich mal ausprobieren. Ist das Bordeaux? Ja, ich denke. Dann Volume Booster Lash Primer von Essence. Das sieht so aus. Ja, werde ich auch mal benutzen. Und zu guter Letzt noch die, was bist denn du? Miss Botti 3D Volumic Mascara. Ja, gib Gas, Junge. Mascara. Sieht aber auf jeden Fall auch gut aus, das Bürstchen. Ja, probieren wir alle aus. Dann haben wir hier Lipgloss. Sind die gebraucht oder sind die nicht gebraucht? Ich frag dich erstmal. Lipgloss, erstmal lege ich das hier oben hin zu dem anderen. Musst du mir mal sagen, ob die gebraucht sind. Lippenstift, Super Vanish. Sieht irgendwie cool aus, das, die Verpackung. Oh, der ist auch neu. Geil. Kann ich auch mal verlosen. Sehr, sehr cool. Vor allem die Verpackung sieht echt geil aus. Dann Eyeloom. Eyeloom, hatte ich auch mal was von. Ein Concealer. After Cleansing. Das ist wahrscheinlich eine Creme oder sowas. So, jetzt hole ich mir wieder ein bisschen was raus. Das hier alles. Und zwar It Transit Camera Close-Up Mask oder Primer. Sieht so aus. Altera Pflegecreme für sehr trockene Haut. Ausprobieren. Philip Kinsley Frizz Fighting Gloss. Ist das was für... Okay, das sind... Darf ich dich benutzen? Silikone. Einen Lippenstift von Essence in einem This Is Me. Das ist ein schönes Nude, aber sowas besitze ich halt ganz viel. Deswegen kommt das weiter. Wo habe ich denn weiter Produkte? Noch nicht wirklich. My Little Beauty. Habe ich hier einen Rouge, glaube ich. Ist das Rouge? Ja, ein Highlighter. Der sieht aber schön aus. Den werde ich auch mal ausprobieren. So, dann Revlon.
400, also das ist auf jeden Fall Make-up. Ich weiß nicht, ich hatte mal so ein Revlon Make-up, aber ich probiere es mal aus. Ella Masca Glowing Gel. Danke, das ist ein wahnsinnig schönes Paket. Ach, guck mal, wie niedlich. Oh. Mal ein bisschen was auf die Hand. Okay, ja. Sehr schön weich. Okay, werde ich benutzen. Dahin. Dann von Bella Pierre Mineral Blush. Das ist noch zu. Das kann ich auch mal verlosen. Dahin. So, weiter geht's hier. Da haben wir wieder ein Lip Gloss. Crystal Tinted Lip Öl. Das sieht aber auf jeden Fall sehr neu aus. Und das ist auf jeden Fall tinted. Rosa ist dann nicht so meins, deswegen dahin. Silky Kiss Lip Gloss von Peace oder so ähnlich. Da musst du mir einfach sagen, ob die benutzt sind. Ja, das schreibe ich dich heute Abend mal an. Ich hoffe, ich denke dran. Tarte Lip Paint. Das sieht aber scharf aus. Muss mir sagen, ob ist das gebraucht. Guckt euch die Farben mal an. Ja, das tue ich auch mal hier oben hin. Dann einen Lippenstift. Meine Güte, was ist das denn für eine Farbe? Und vor allem schiebt man das hier so hoch. Ist das ein Lippenstift? Krasses Tönchen. Vor allem, das riecht nach Karamell. Krass. Okay. Dann von NYX haben wir hier einen Lippenstift in einem Nude, in so einem braunen Nude. Ne? Finde ich auch schön. Das ist so ein bisschen, gibt es auch von MAC. Oh, so eine Farbe. Ich weiß gerade nicht mehr. Ich hatte mal so viele MACs, aber ich kann mir das nicht mehr merken. Synchro Glow Foundation habe ich letztens noch in groß aufgebraucht. Deswegen behalte ich dieses hier. Die sind sehr gut. Ich habe da vorne noch eins. Und dann habe ich hier ein paar Pröbchen. Die Pröbchen tue ich auch mit verschicken. Tue ich, ne? Ihr wisst schon. So, dann haben wir hier noch ein bisschen was. Und dann, glaube ich, da ist noch eine Tüte drin. Okay. Also einmal habe ich hier Dusk von Wow, Nabla Cosmetics. Das ist ein Creme-Lidschatten, der sieht aber auch schön aus. Danke. Und die Nablas sind echt gut. Cara Look Illuminating Eye Cream. Da bin ich aber jetzt mal gespannt drauf, weil ich bin mit keiner Augencreme wirklich zufrieden. Und da bin ich dann auf jeden Fall sehr neugierig drauf. Und die fühlt sich auf jeden Fall schon mal gut an. Ja, werde ich austesten. Sieht man das sonst? Oh, egal, ich gehe jetzt eh gleich duschen. Dann von, achso, so übrigens sah das aus. Habe ich euch das gezeigt? Bin mir gerade nicht sicher. Bin ein bisschen überwältigt von dem ganzen Zeug. Das ist sehr schön. Chivo Lippenbalm, gehe ich mal von aus. Boah, ich rieche hier gerade voll Karamell. Ja, das ist ein schönes Alltagstönchen fürs Büro. Rival de Loop. Cushion Lipstick, sowas mag ich ja. Oh, muss ich drehen oder? Ja, nö. Ja, aber da das ja auch so ein Applikator-Gedönse ist, mache ich nicht so, das tue ich weg. Dann Color Drama Intense Lip Paint. Das ist bestimmt auch so ein Applikator. Nein, also sowas auch mag ich auch nicht so, ne? Wisst ihr ja. Dann habe ich hier so zwei Sprays. Sind das diese? Ja, dieses Schlafsprays. Voll cool. Komm, dann mache ich mir doch direkt hier was aufs Kopfkissen. So, danke. Cool. Und dann haben wir, wie gesagt, noch so eine Tüte. Der Karton ist dann nämlich leer. Aber hier ist noch eine Tüte. Okay, hier sind noch Proben drin. Ach, wie süß. Alles für meinen Mann. Das sind alles so Galea Man-Proben. Ach Gott, wie cool. Das ist ja lieb. So Duschpeeling, Brown Sugar. Da könnte ich auch benutzen, ne? Oh Gott, da muss ich gleich mal riechen. Gesichtspeeling, Body Spray, Body Lotion.
Lippenbalsam. Meine Güte, wo hast du das so ein ganzes Zeug her? Dann. Bestimmt aus dem. War das ein Kalender oder so? Augenserum mit Vitamin E. Okay. Outdoor Protection Gesichtspflege. Kann ich doch auch benutzen, oder? Handcreme. Face Wash. Das sind echt alles unterschiedliche Sachen. Feuchtigkeitscreme. Nachtcreme. Alles meins. Und Q10 Intensivcreme. Mal gucken, wie der Duft ist. Aber ich bin heute neugierig. Erstmal das Reinigungspeeling hier. Ja, ist schon herb, ne? Muss man ja sagen. Gesichtspeeling. Aber das ist frisch. Das würde auch ich benutzen. Er benutzt was eh nicht. Body Spray. Oh. Kantenduft. Ja, doch, das stimmt. Lippenbalsam. Body Lotion. Oh. Riecht alles sehr gut. Ja, mag ich. Wird alles verwendet, wird Verwendung finden. Ich danke dir, Simone. Das ist ein wahnsinnig schönes Paket und ich freue mich voll. Danke. Ja, was sind wir denn jetzt? Boah, krass, bei 24 Minuten. Also da kann ich wirklich ein komplettes, alleiniges Video draus machen. Ja, ich danke dir vielmals dafür und ja, auch für die Männersachen. Wenn Guido die nicht mag, dann mag ich die auf jeden Fall. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß, ne? Egal, was ihr heute noch vorhabt. Bis bald. Ciao. Ciao. Ich habe noch so zwei Produktarten, die ich euch in dem Haul noch nicht gezeigt habe. Und ich glaube, ich habe das noch nicht abgeschlossen. Deswegen würde ich das ganz gerne hinten dranhängen, damit ich die Sachen endlich in meinen Schrank räumen kann. Ich habe mir nämlich drei von diesen Mundwassern geholt. Habe ich ja letztens von, ich glaube, Caro. Habe ich die ja zugeschickt bekommen, weil ich die bei mir im Lidl nicht gefunden habe. Und jetzt habe ich sie gesehen, gab aber nicht mehr viele, ich glaube nur noch fünf. Und ich habe mir jetzt drei mitgenommen gehabt. Ja, ist halt mit Nana-Minze. Ist okay, ist nicht ganz wie die von Alverde, die leider rausgenommen worden ist, aber ich mag sie trotzdem. Und dann ist die Lockenbox gekommen. Guck mal, also ich sag mal so, ne? Lockenbox macht ja schon coole Sachen. Ne? Entweder haben die eine Box oder immer irgendwelche schönen Kosmetiktaschen. Ich muss mal kurz einen Schluck Kaffee trinken. Also ich finde es immer mega. Die Curly Box habe ich ja entabonniert, wobei ich noch zwei Boxen bekommen müsste. Aber wie das nun mal so ist, es dauert wieder. So, diesmal sind wieder Curlflow-Produkte da drin. Ich habe natürlich schon reingelurrt, ja. Curlflow-Produkte und den Originalpreis kann ich leider nicht sagen. Aber ihr wisst ja, die Curlflow-Produkte, die stinken in meiner Nase richtig ordentlich. Aber hier haben wir, ja, das ist so eine grüne Reihe von Curlflow und die duftet gut. So, ich hole die Sachen mal raus. Ich finde das so süß mit diesen Taschen. Und zwar ist dabei einmal das Co-Wash. Ist zwar nur eine kleine, kleine Größe mit 100 Millilitern. Ach, hier steht wohl der Preis. Warum sage ich sowas? Ja, 11,80 Euro ist halt ein ganz normales Co-Wash, quasi eine Haarspülung, die man halt zum Kopfwaschen verwenden kann, weil man ja seltenst Haarshampoo benutzt. Ich mache das hin und wieder jetzt schon öfter als am Anfang meiner Curly Girl Methode, weil ich damit einfach auch gut fahre. Aber dieser Duft ist wirklich schön. Also es hat was Grünes und so, das mag ich, ist in Ordnung. 11,80 Euro ist ganz schön teuer für so eine kleine Pulle. Dann haben wir aber auch noch einen Conditioner, The Real. Eukalyptus und Palmorosa ist wohl überall drin. Ja, hier riecht man auch tatsächlich mehr von diesen ätherischen. Das mag ich tatsächlich. Und ich bin gespannt drauf. Also ist wohl für alle Lockentypen geeignet. Der hier hat 250 Milliliter und kostet 22,90 Euro. Ja, spendet Feuchtigkeit und belebt deine Locken. Ist wohl ein leichter Conditioner, aber soll wohl trotzdem sehr gut pflegen. Bin ich gespannt. Dann
So. Dann haben wir hier einen Foam. Habe ich im Moment. Ich habe im Moment die Reihe von. Eine ganz bekannte Reihe. Benutze ich im Moment. Bin ich auch mit zufrieden. Habe ich das jetzt im Moment, habe das glaube ich ein, zwei Mal bisher verwendet. Und gestern habe ich nur kurz einen Refresh gemacht. Mit meinem Curl Activator und Schaum und Gel einfach nur. Und meine Locken sehen eigentlich recht entspannt aus, würde ich sagen. Aber von dieser anderen Reihe, ich weiß gerade nicht, wie die heißt, habe ich auch einen Schaum dabei. So, und ja, ich weiß nicht, diese wasserbasierten Schäume, die sind immer so ein bisschen, ja, weiß nicht, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, um ehrlich zu sein. Ja, aber der hier, wenn man das wohl in Kombination mit dem Gel verwendet, soll das wohl das Volumen-Highlight sein. Und das werde ich dann ausprobieren. Der Schaum kostet auch 22,50 Euro und das Gel kostet 13,90 Euro, was ich sehr teuer wieder finde für so eine kleine Verpackung. Naja, ja, und ich liebe ja Gele in Boxen und ich dachte, dass immer so kleine oft sind, finde ich ein bisschen schade, weil die sind immer ratzfatz leer bei mir und während alle anderen ich noch rumnuckel. Ja, und das soll halt ja, Glanz, Definition und so weiter bringen. Ja, gucken wir mal. Ja, und das war's mit meinem Haul. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat und wir uns dann halt ganz bald wiedersehen. Bis bald.